Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video mit einem kleinen Tipp, wenn man das so überhaupt nennen kann hier. Und zwar geht es um diesen kostenlosen Tool, Intel Extreme Tuning Utility oder kurz gesagt Intel XTU. Ja, mit der wir unser System, PC oder Laptop, nicht nur super einfach übertakten können, sondern auch testen, benchmarken, überwachen und so weiter. Wenn wir große Pech haben, unter Umständen auch beschädigen, ja, was wir nicht hoffen natürlich. Allerdings, wie der Name schon sagt, hier Intel, das ist von Intel zum einen und zum anderen ist es auch nur für Intel-Systeme oder Intel-CPUs gedacht. Ja, also AMD-Benutzer können dieses Tool definitiv nicht installieren bzw. nutzen. Das funktioniert also nur mit Intel-Prozessoren. Und ganz, ganz wichtig, Leute, auch nicht mit alles, was Intel heißt, sondern nur mit Prozessoren, die einen freien Multiplikator haben. Ja, also der Multiplikator muss veränderbar sein, denn sonst funktioniert das nicht. Ja, das Tool können wir zwar installieren, allerdings, wenn wir das starten, ich kann das ja mal hier nach, ich habe das nachgestellt hier, wenn wir das Tool starten, passiert Folgendes, ja, wir bekommen eine Meldung hier, genau, unable to start, ja, das kann nicht gestartet werden und hier ist nochmal ein Hinweis, wenn wir irgendwie eine andere, ja, Tuning-Software installiert und am Laufen hier haben, sollen wir erstmal das stoppen und dann die Anwendung hier nochmal starten, das Tool. Das ist ein bisschen vielleicht irreführend. Also ich habe jetzt hier überhaupt keine andere Tuning-Software hier, die gerade läuft und ja, auch nicht installiert. Wir können da lange nachsuchen, wir werden nichts finden. Der Grund hier ist einfach Folgendes, dass wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter, also lesen lohnt sich manchmal, ja, einfach ein bisschen weiter scrollen und wenn wir ein bisschen quer vielleicht lesen, hier sind ein paar Infos, die wichtig sind, ja, der Download-Button ist zwar hier ganz oben, das Tool ist schnell heruntergeladen, allerdings, wie gesagt, es lohnt sich ein bisschen auf der Seite hier runter zu scrollen und ein paar Hinweise hier sich durchzulesen. Hier sind nochmal Versionshinweise, ja, hilfreich. Und ganz, ganz wichtig hier, was ganz unten auf der Seite ist, ja, dieser Download gilt nur für die unten aufgeführten Produkte. Und hier ist eine Liste von Intel-Prozessoren, mit der das funktioniert, ja. Wenn euer Prozessor hier nicht dabei ist in dieser Liste, dann wird das nicht funktionieren. Ja, also wenn ihr das installiert, dann habt ihr gesehen, bekommt ihr die Meldung, die ich da auch vorhin hatte. Deswegen, wie gesagt, wer da lesen kann und das auch tut, ist da im Vorteil. Wenn ihr nicht sicher seid, was für ein Prozessor ihr genau habt, das findet ihr schnell, ja, über den Task Manager hier einfach aufrufen, wie auch immer ihr das macht und hier CPU, also Leistung, auf dem Reiter Leistung CPU anklicken. Ups. Und hier haben wir alle Infos, die wir brauchen in dem Fall. Ja, in meinem Fall hier i7 3770 ist jetzt ja 3,4 GB, kein Super CPU. Und wie gesagt, also mein CPU hier ist auch nicht in der Liste da unten, deswegen funktioniert das nicht und wir bekommen diese Meldung, die wir vorhin ja gesehen haben. Hier reicht manchmal, wenn wir, das läuft jetzt irgendwie auf Sparmodus hier, ja, mit 3, naja gut, das schwankt ein bisschen. Hier reicht manchmal, wenn wir ein bisschen Saft mehr vielleicht geben. Ich guck mal ganz kurz die Energieoptionen hier ausbalanciert. Genau, ich mach mal Höchstleistung, ich mach mal ultimative Leistung. Zack. Wir gucken mal, ob das was hilft. Jetzt mal so in Klammern. Genau, 3,5. 3,5. Okay, ich mache mal wieder ausbalanciert. Das sollte, genau, das geht gleich runter sofort. Okay, ich lasse das jetzt hier einfach mal so. Ultimative Leistung. Und schon läuft es ein bisschen schneller. Ja, manchmal reicht auch einfach nur ein bisschen mehr Strom hier für den Prozessor.
Beziehungsweise, ja, genau. Das war es im Prinzip auch schon alles, was ich euch schnell zeigen wollte. Ja, das Tool an sich ist eigentlich ganz cool soweit. Wenn ihr da Interesse habt, ich kann da nochmal ein Video machen, wo das funktioniert. Ja, allerdings wird das vielleicht nicht so viel helfen, weil die Einstellungen da ziemlich, ja, auf dem System ja sehr individuell sind. Aber wenn ihr einen Prozessor habt, hier mit einem freien Multiplikator, könnt ihr das mal testen? Das kann helfen, ja. Allerdings, ja, vorsichtig mit umgehen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.